Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Grid 2, dem Singleplayer. Zuletzt haben wir hier in der WSR die ersten beiden Rennen bestritten und haben wir zuletzt fast 60.000 Fenster zubekommen. Das ist schon echt ordentlich. Und dann schauen wir mal, ob wir noch die letzten drei Rennen in der WSR Season 2 bestreiten können, ob das in dieser Folge hinhaut. Es geht weiter mit Virgin Media Rennserie, wieder zwei Rennen, beziehungsweise zwei Runden. Wir dürfen zwischen BMW und Mercedes wählen. Wir wählen mit Sicherheit den BMW. Los geht's. Plane deine Überholmanöver sorgfältig. Versuch, vor den engen Kurven Plätze gut zu machen. Das ist Harrison Carter. Dieser Typ hat einen schlechten Ruf. Behalt ihn im Auge. Habt ihr es eben gesehen? Der Benz ist geschwebt so leicht über dem Boden. Das sind die Reifendrucker. Aha. Der Red Bull Ring liegt auf einer großen Anhöhe. Sei voll konzentriert beim Anbremsen. Mach ich. Was ist das hier? BMW gegen Mercedes? Oder? Hier fährt doch nur BMW und Mercedes auf dem Kurs. Oh nein! Oh. Landschaften. Drei Runden noch zu fahren. Wie sagt Agent Mr. Thema, wir sind hier in Tschernus. Das ist Platz 3. Nein, wir sind hier irgendwo in Österreich, würde ich sagen. Du kannst diesen Platz zurückerobern. Was hat Agent Edgar gesagt? A1 Ring, irgendwie sowas? Ich glaube, ich kann mich da erinnern. Boah, da kommt aber ganz schön Dreck hoch. Fahren wir auf der Gas, Freund. Zweiter. Jetzt greift die Spitze an. Warte mal. Das ist ärgerlich. Das hat böse Zeit gekostet. Gucken, ob das Zurückspulen langt. Naja, das war nicht wesentlich besser. Du bist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Nein, Kiesbett. Boah, da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Boah, fährt er mir hin drauf. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Das war die schnellste Rennrunde. Achso, wir haben noch eine Runde. Na gut, dann kann das vielleicht doch noch was werden. Ich hoffe, den kriege ich beim Bremsen. Jawohl, ein bisschen die Handbremse gelupft. Das langt, jawohl, ich schaff's doch noch. Okay, Yippie. Rabiator, du liegst früh in Führung. Gut so, versuch da vorne zu bleiben. Ich bemühe mich. Boah, das war knapp. Weiter geht's. Du
bist in einer komfortablen Position. Gib weiter dein Bestes, dann kannst du den Titel holen. Mach ich. Platz 2. Das ist Vela. Er schreckt auch vor Kollisionen nicht zurück. Halt schön Abstand. Ich bemühe mich, Abstand zu halten, aber wenn es sein muss, ramm ich ihn auch natürlich. Oh, Brands Hatch. Den Kurs habe ich in Race 07 gefahren mit dem Lenkrad und einem kleinen getunten. Wow! Mit einem kleinen getunten Mini. Da vorne geht es jetzt rechts, dann lange Stück links am Gras vorbei. Du bist schon ins Mittelfeld vorgefahren. Sehr gut. Und wenn es jetzt wieder geht, hart links oder ist noch so eine Links-Rechts-Kombination? Das wollen wir jetzt gleich sehen. Hart links den Wald runter, oder? Ne, jetzt geht's rechts, genau. Das ist, glaube ich, hier der GT-Kurs, wenn ich mich recht erinnere, der kurze. Da gibt es nämlich noch ein Stück. Da geht's nach dieser Linkskurve an diesem grünen Löschen vorbei, geht's dann links durch den Wald. Jetzt verteidige sie. Du hast dein Ziel erfüllt. Gut so. Das war bereit. Hier meine ich jetzt. Hier geht's jetzt links rum und dann geht's bei dem langen Kurs hier hart links in den Wald. Normalerweise. Hier ist eine Böschung, das ist irgendwie hier anders modelliert. Ah ne, hier links. Habt ihr das eben gesehen? Da geht links, geht's ab. Dann geht's in den Senken, ein Stück durch den Wald. Ein schöner Kurs übrigens zum Üben. Also kann ich jedem empfehlen, der auf richtige Simulation steht. Race 07, ein gescheites Lenkrad dazu. Das macht richtig Spaß. Du hast die ganze Runde geführt und ganz nebenbei ein Ziel erfüllt. Du liegst 5 Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Mach ich. Na, komm in die Hufe. Was war denn das eben? Voll die Leistung weggenommen. Das war awesome. Mortimer, it was awesome. How he's driving. Amazing. Diese Runde noch. Nee, amazing ist ja mehr die Amis. Oder? Na gut, awesome auch. Gorgeous! Amazing! Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Nee, ich fahre jetzt rechts ran und trinke Kaffee. Natürlich konzentriere ich mich aufs Fahren. Mann, was ein Butler. Ab ins Ziel. Sehr schön. Schöner Kurs, schönes Auto, hat Spaß gemacht. Ja, amazing, finde ich auch. 11 Sekunden Abstand, leckt mich. Ich habe nie an dir gezweifelt. Tolles Rennen. Das wird eine großartige Saison. Weiter geht's. Und tschüss, Jungs. Boah. 10 Sekunden Abstand auf Agent Mr. T. Tja, der wird sich ärgern, wenn er das Video sieht. ...573.500 Fans. Und? 60.000 kommt dazu, oder was waren das? Ja. Genau. Nee. Das ist doch mehr gewesen. Egal. Du tust viel, um Fans zu gewinnen. Mhm. Versuch in Rennen gegen die Top-Clubs ein paar gute Ergebnisse zu erzielen, um deinen Bekanntheitsgrad noch zu steigern. Ich bemühe mich, ne? So.
Eine Ausscheidungsserie. Los geht's. 3 Rennen. Oh, das ist aber... Das wird lang. Der BMW ist echt gut gefahren. Da kann man nichts sagen. Das ist ein klasse Auto. Was haben wir denn hier oben noch? Den Golf. Der ist halt schön schwer. Von den Werten ist der Golf ja wesentlich besser. Der trifft es halt so schwer. Der geht echt schwer in die Kurve. Puh. Das ist echt eine schwere Wahl. Der ist ja hier, wenn man die Teilabschnitte sieht, 2, 2, 2, fast voll und dann den dritten. Und wenn ich jetzt mir den BMW angucke... Egal, ich fahre den BMW. Los geht's. Naja. Kriegen wir schon hin, ne? Dieses Auto bietet eine gute Balance zwischen Drifts und Grip. Du musst nur den richtigen Rhythmus finden. Oh, Mist. Deine Tür ist offen. Deine Tür ist offen. Mach zu. So. Und hier bleiben wir. Scheidet mal alle schön aus. Ja komm, ihr könnt alle rausgehen. Die Musik. Dramatisch. Uiuiui. Also die Kurve eben muss auf jeden Fall besser anbremsen. Die habe ich schon in Erinnerung, dass man da ein bisschen mehr in die Eisen gehen muss. Aber ich vergesse es halt immer wieder. Und wieder einer weg. Mach so weiter. Ja, ich mache ja nichts anderes als vorne wegfahren. Die anderen können doch hier ausscheiden. Komm, kannst auch drinnen abbrechen. Der alte Großkotz, der Minjas. Naja. So, diesmal haben wir die Kurve besser gekriegt, hier lang gezogen. Oh, das ist die Bremskurve, oder? Ne, das ist ja nicht. Oh, geht's gerade was weiter und ich bremse ab. Ich. Horst. Nein. Horst spielt aktuell. Da ist der Horst. Da muss ich mal kurz zurückspulen. Horst spielt aktuell Cube World, würde ich sagen. Wollte ich sagen. Hohoho. Leicht touchiert vorne links, aber noch die Kurve gekriegt. Ist aber besser. Push weiter. Ups. Eine Top
Top-3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Nichts anderes habe ich seit Anbeginn des Rennens vor. Nein, 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 das war nichts. Klasse Leistung. Noch ein Fahrer, dann hast du den Sieg. Das sollten wir doch schaffen. Eins, na komm, fahr ab. Souverän nach Hause gefahren. Sehr gut, du führst das Event an. Aber letzter, nee, ja. Dass es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Wart ab, bis sich die Spitze nach der ersten Kurve sortiert hat und dann nutze deine Chancen. Mhm, machen wir. Besonders in Sektor 1 musst du deutlich zulegen. Versuch dich zu konzentrieren. So. Gibt's doch nicht direkt am Anfang. Die treibende Musik geht los. Das Ausschaltungsrennen ist wieder mal gestartet. Der erste Fahrer ist ausgeschieden. Damit ist er raus. Ausgeschieden. Und tschüss, Paco. Das war aber knapp, Freunde. Uiuiui. Nein! Mann, wie schlecht. Da schießt er mir vorbei. Schön, das war gut. Sauber um die Kurve gekommen. Ein weiterer Fahrer ist ausgeschieden. Oh. Manchmal habe ich mehr Glück als Verstand, wie ich hier fahre. Also das gefällt mir gar nicht. Ich wäre da lieber links gefahren. Konzentrier dich, du musst nur noch 4 Fahrer besiegen. Hier sollte ich es vielleicht doch mal mit der Handbremse versuchen. Langsam müsste ich es ja lernen. Naja, hat noch hingehauen. Wenn du nur einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher.
So soll es normalerweise aussehen. Eine Top-3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Oh, das war etwas übertrieben. So, links über die Brücke. Du stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Na, ich wollte doch links fahren, jedes Mal. Ja, geschafft. Ui, der BMW sieht aber vorne aus. Nicht schön. Du bist Erster in der Gesamtwertung. Weiter so. Ja, machen wir. Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven und Abzweigungen. Das erfordert volle Konzentration. Schaffen wir schon. Das letzte Ausscheidungsrennen. Wird doch ein bisschen länger die Aufnahme als erwartet. Besserer Satzbau. Die Aufnahme wird etwas länger als erwartet. Sektor 1 besser fahren als bisher. Und das hast du schon gesagt. Halt dich vom letzten Platz fern. Oh, Zappa. Mädels. Was ist denn mit denen los? Die fahren ja super aggressiv im Rennen. Geht's nur noch mit Gewalt, der Sieg, oder wie? Und noch einer ist aus dem Rennen. Schauen wir mal, wo die KI lang fährt. So. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ach Mist. Jetzt geh doch weg hier. Oh Mann, ey. Raste. Ein Fahrer ist ausgeschieden. Da hat er sich gerecht. Fünf Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. So, ich habe schon ein oranges Dreieck, sehe ich gerade rechts unten im Taro. Also allzu viel darf ich mir nicht erlauben. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Und wenn ich noch einmal in die Bande krach, fliege ich so oder so raus. Was ist jetzt los? Wie habe ich die Ansicht verstellt?
Lass mal rückwärts gucken. Nein, das war nicht gemeint. Gott, wie habe ich die Ansicht verstellt? Muss ich mich gleich drum kümmern. Oh, erstmal fahren wir das Rennen noch nach Hause, hoffentlich. Na, oh, Mist. Von außen kann ich überhaupt nicht fahren, verdammt. Eieiei. Wie hab ich denn? Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Ja, ja, nein. Boah, das wird noch lang, oder? Auch von außen fahren ist überhaupt nicht meins, wie ihr gerade merkt. Ja, hat noch gelangt. Boah. Oh. Lang nicht die Ansicht verändert. Aber es hat gelangt. Was ein chaotisches Rennen. Mann, Mann, Mann. Jawohl, keine Gefangenen. Du wirst langsam zum Helden der Ausscheidungsfans. Jawohl, 729.500 Fans, das geht voran. Du tust viel, um Fans zu gewinnen. Mach ich. Topclubs ein paar gute Ergebnisse zu erzielen, um deinen Bekanntheitsgrad noch zu steigern. Natürlich, und in der nächsten Aufnahme sind wir dann endlich im Finale. Doch ein paar Aufnahmen länger geworden als erwartet. Wem das gefallen hat, dieses auch, wenn ich etwas chaotisch und von außen gefahren bin, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder von Grid 2. Macht's gut. Tschüss.